Herzlich willkommen bei peterfelser.de. Wir sind heute auf einer Schulung für die Direktkandidaten und für die Wahlkampfkoordinatoren. Neben mir sitzt Peter Büstron. Und meine erste Frage geht in Richtung CSU. Es gibt ja zwei Strategien. Die CSU als Regionalpartei zu brandmarken oder sie wirklich ernst zu nehmen und sie offensiv anzugreifen. Naja, das ist doch kein Brandmarken. Das ist eine Tatsache, dass die CSU eine Regionalpartei ist. Und das zeigt sich in den letzten Jahren immer mehr, dass sie überhaupt keine Bedeutung auf der Bundesebene hat. Und die ganzen politischen Probleme, die unser Land in den letzten Jahren hat, die sind nur noch auf internationaler oder auf nationaler Ebene zu lösen. Und damit, mit ihrer Bedeutungslosigkeit, hat die CSU jetzt zu kämpfen. Naja, aber selber stellt die CSU jetzt ja so dar, als ob sie hehre Ziele verfolgt und die böse AfD fernhalten will und immer noch das Zünglein an der Waage ist, wenn es darum geht, in Berlin etwas zu verändern. Naja, aber faktisch ist das so, dass die CSU überhaupt nichts bewirkt hat in den letzten 4 Jahren in Berlin. Das ist eigentlich nur so ein Anhängsel am Rockzipfel von Angela Merkel. Und man sieht das ja auch an den Verhältnissen im Bundestag. Die Koalition kann auch ohne die CSU regieren. Und entsprechend sehen die Ergebnisse aus. Also du nimmst es sehr locker. Trotzdem jetzt die Frage, wenn ich jetzt 30 Jahre lang in Bayern die CSU gewählt habe und mir fehlt noch der letzte Schritt zu sagen, diesmal wähle ich alternativ. Was würdest du so einem Wähler sagen? Ja, da hätte ich vielleicht 2 Punkte. Der eine ist, dass was die CSU verspricht, das liefert die AfD. Und der zweite ist, wer CSU wählt, der wählt Angela Merkel. Okay, das werden wir auch versuchen, im Wahlkampf ja wirklich immer zu spielen. Würdest du einen Unterschied machen? Gibt es auf der einen Seite mehr Idealisten? Gibt es dort schon noch die alten CSU-Garden, die auch an das Gute glauben, die kämpfen für die konservative für das konservative Familienbild und so weiter? Oder wo siehst du deinen Unterschied zwischen denen, die jetzt in der AfD antreten und denen, die auf der anderen Seite für die CSU antreten? Ja, natürlich. Also das muss man schon ganz deutlich sehen, dass es sehr viele ehrliche Mitglieder bei der CSU gibt, die aber auch dann zu Recht jetzt richtig sauer sind über die Politik ihrer eigenen Partei. Das heißt, derjenige, der wirklich an die Inhalte glaubt, der muss AfD wählen. Vielen Dank. Letzte Frage. Was ist deine erste Maßnahme in Berlin? Oh, also zuerst müssen erstmal unsere Mitglieder entscheiden, dass sie mich überhaupt ins Rennen schicken wollen. Und danach müssen erstmal auch die Wähler mitmachen. Aber so wie die Prognosen jetzt sind für uns, für die AfD, kommen wir sicher in den Bundestag, wahrscheinlich zweistellig. Wir sind im Moment die drittstärkste Partei in Deutschland. Und da ist es klar, was unser Auftrag ist. Wir wollen eine knallharte Opposition sein und wir werden auf jeden Fall das aufarbeiten, was 2015 Angela Merkel diesem Land und ganz Europa angetan hat. Die ganzen Rechtsbrüche, die damit verbunden sind mit der Massenmigration, die werden wir aufarbeiten und ich werde mich dafür einsetzen, dass die erste Sache, die wir machen, ein Untersuchungsausschuss Merkel ist. Vielen Dank, Peter Büstron, unser Kandidat für Berlin. Ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ade.